Nun fügen wir das Ganze wieder zusammen. Vorangesetzt haben wir einmal die Lager getauscht, wir haben die Wellen eingemessen, plus wir haben die Kurbelwelle, das Lagerspiel auch ausgemessen. Zum Zusammenbau gehe ich immer folgendermaßen vor. Immer ganz, ganz praktisch ist, wenn man so einen Motorhalter hat, man kann halt hier einfach sauber arbeiten. Als allererstes setze ich hier immer die Kurbelwelle ein. Bei der Kurbelwelle ist mir immer wichtig, dass die Lager ein bisschen geschmiert sind. Ich habe hier normales Zweitaktmischöl, gebe hier einmal am Pleuellager etwas Öl an, kann hier den Pleuellager gleich ein paar Mal rundherum drehen, damit der auch ein bisschen Erstschmierung hat. Danach die Kurbelwellenlager an sich ein bisschen ölen. Man muss es nicht übertreiben, aber es schadet auch nicht. Zum Einsetzen unbedingt diese Wellenschutzhülse bzw. Montagehilfe benutzen. Diese kann hier aufgesetzt werden und somit kann die Welle sauber durch den Simmering hindurchgestoßen werden. Bei den Simmeringen ist sonst immer die Gefahr, dass sie hier einhängen, sich herumlitzen und dann habt ihr schlussendlich einen Motor, der undicht ist. Ich setze das so ein. Eine leichte Drehbewegung bietet sich auch immer an, dass es ein bisschen besser geht. Als nächstes kommen wir dann zur Vorgelegewelle. Hier diese Büchse auch ein bisschen Öl drauf und ins Lager einsetzen. Dann kommen wir zur Schaltung. Hier ist es immer ein bisschen knifflig. Es gäbe extra so einen Zapfen als Montagehilfe. Ich setze das Ganze immer einmal so ein. Ziehe dann die Welle zusammen mit dem Zahnrad nochmals heraus. Anschließend nehme ich die Schaltgabel, setze diese mal mit dem Hebel hier und der Distanzscheibe. Wichtig hier, die Wellscheibe kommt immer außen drauf. Ich setze das Ganze mal rein, ziehe die Schraube an, schaue hier auch, dass der Kupplungshebel sauber eingerastet ist. Und nun kann ich hier die Schraube bereits voll anziehen. Dann als nächstes unten der Lagerungszapfen reinschrauben. Und wichtig, immer gleich anziehen, der geht gerne mal vergessen. Voilà. Nun nehme ich die Schaltmuffe nochmals raus. Und setze hier nun die Nutensteine ein. Hier wichtig die Einbaurichtung. Ich setze die mal rein. Zwar müssen die Nutensteine immer so liegen, dass ich die Schaltmuffe einfach einfahren kann. Hier ist wichtig, dass die Nutensteine so auf diese Seite zeigen, bei diesen Modellen von Nutensteinen. Es gibt auch welche, die sind beidseitig gleich. Also hier nochmals zum Zeigen, so müssen sie drin sein. Was falsch wäre, wäre, wenn sie so herum wären. Wenn das dann mal drin ist, setze ich die Schaltmuffe immer runter. Dann gehe ich kurz mit dem Schraubenzieher in das Loch, drehe hier ein paar Mal rundherum, dass sich die Scheiben sauber zentrieren. Dann als nächstes kann ich hier bereits die Antriebswelle, die Ritzelwelle einsetzen. Ich stecke die hier rein. Und hier gilt es, möglichst wenig bewegen, damit sich die Scheibe unten nicht verrutscht. Wenn das alles drin ist, kommt die Feder für die Schaltung rein. Diese geht am einfachsten, wenn man sie vorab einhängt, von unten her durchstößt. Dann kann man die da gut mit dem Federhaken nehmen, die hier aufsetzen. Dann mache ich immer kurz eine Prüfung, wenn der erste Gang drin ist, dass hier die Schaltmuffe sich frei bewegen kann. Dann schalte ich in den zweiten Gang, auch hier wieder, dass sich hier alles frei bewegen kann. Falsch wäre, wenn es jetzt das Ritzel anheben würde, wenn man hier nach oben drückt, dann gäbe es hier unnötige Spannungen. Somit kann nun alles drehen. Ich gebe hier noch ein bisschen Öl auf die
Stellen, wo sich etwas bewegt. Auch hier darf man ruhig ein bisschen Öl angeben. Nun haben wir soweit alles drin. Ich schaue dann immer kurz noch über meine Werkzeugbank, ob ich auch alles verbaut habe, was rein soll. Die Klassiker sind diese Distanzstücke, die gehen sehr gerne vergessen. Das ist dann mühsam, wenn der Motor zusammen ist und die beiden noch auf dem Tisch liegen. Nun gehe ich hin und gebe auf die Dichtfläche einfach ein bisschen, auch wieder von dem Kyrill. Ob das K2 oder Kyrill T ist, kommt nicht so drauf an. Das hat hier wieder die Aufgabe, dass sich die Dichtung ein bisschen vollsaugt mit dem und dadurch einerseits geschmeidig wird, andererseits quillt die Dichtung ein wenig und dichtet so besser ab. Man muss hier gar nicht übertreiben mit der Dichtmasse. Das verteilt sich dann von alleine. Anschließend setze ich die Dichtung auf. Hierbei wichtig, dass ich die sauber zentriere. Für das haben wir auch diese Hülsen. Hier oben ist so der Klassiker. Man sieht hier schon, dass sich das ein bisschen ausreißt, wenn man da mal nicht genau trifft. Da dies mein Schulungsmodell ist, ist das schon ein-, zweimal passiert. Hier auch einmal rundherum, damit die Dichtung beidseitig ein bisschen was dran hat. Nun kann ich auch schon bereits die zweite Gehäusehälfte nehmen und aufsetzen. Hier schaue ich mir immer so auf die Wellen, dass das sauber reingeht. Dann bewege ich das vorsichtig nach unten, setze das mal an. Dann drehe ich unbedingt an der Kurbelwelle. In der Regel gibt es dann noch so einen Klack und die Kurbelwelle fährt sich wie in die Lage ein. Ebenso hinten bei der Ritzelwelle. Ich schaue hier, das Spiel ist vorhanden, ihr hört es. Auch unten bei der Vorgelegewelle. Anschließend nehme ich die Schrauben. Die Schrauben darf man ruhig ganz wenig ölen oder fetten. Das ist nie schlecht. In die Aluminiumgewinde rein, ein bisschen Schmierstoff. Dann setze ich diese ein. Eine nach der anderen. Hierbei wichtig beim Anziehen dieser Schraube, dass wir wieder ein bisschen übers Kreuz von innen nach außen gehen. Wichtig ist immer, die Spannungen nach außen wegzutragen. Falsch wäre, außen zu beginnen und sich nach innen zu arbeiten, dann würde sich die Spannung aufbauen. Ich gehe hier immer zuerst an diese beiden, ziehe die an. Dann gehe ich irgendwie so ein bisschen übers Kreuz nach draußen. So extrem kommt es auch nicht drauf an, aber dennoch ein bisschen von innen nach außen arbeiten ist nie schlecht. Dann, wenn ich die Schrauben dran habe, kann ich die noch anziehen. Drehmoment 7 bis 8 Newtonmeter ist total ausreichend bei diesen Schrauben. So, das wäre es gewesen. Der Motorgrundblock ist wieder zusammen. Ich hoffe, ich konnte euch damit zeigen, wie wir das zerlegen, sauber reinigen, wieder zusammensetzen. Weiter geht's dann mit den nächsten Tutorials. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.